Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Kampf im WoCP. Die Kämpfe kommen alle heute, weil ich erst heute Abend um 19 bzw. 20 Uhr meine Kämpfe für LPP und WoCP habe. Deswegen kann ich das nicht noch heute machen und hochladen und das am besten auch noch vor, also dass um 15, 16:45 Uhr oder 18 Uhr online kommt. Und die PRL, nur PRL hochzuladen, fände ich ein bisschen dumm, muss ich sagen. Also, das ist so der Hintergrund, warum heute nur das kommt. Aber schauen wir uns mal jetzt, konzentrieren wir uns jetzt auf diesen Kampf. Dieser Kampf ist gegen das Team vom guten Sean Gimli. Und er hat ein gefährliches Team. Das darf man echt nicht unterschätzen. Er hat einen Deoxys in der Verteidigungsform. Das Ding hat zwar noch 50 Base Def, lebt aber Sachen wie, also das ist manchmal echt unglaublich, was man trotzdem mit den 150 Base HP, was man dann aber noch mit 150 in Base in beiden de defensiven Werten rausholen kann. Das sieht man ja schon an Toxapex und Deoxys Defense ist quasi das gleiche, nur mit Pressure statt Regenerator. Dann Galazapdos, gefährlicher Threat, gefährlicher Pivot, gefährliches Mon. Punkt. Zeraora, gefährliches Mon, gefährlicher Pivot, gefährlicher Threat. Siehe Galazapdos. Bumm. Mammutl, es ist in jedem Team schwer, einen Switch da reinzufinden. Und ich glaube nicht, dass es in meinem Team gelungen ist. Aber man macht halt, was man kann dagegen. Und das ist in den meisten Fällen auch Speeden und versuchen rauszunehmen, bevor er ihn mit dem Ice Shot einfach komplett hops nimmt. Mega Vibor, gefährlicher Pivot, gefährliches Mon auch potenziell im Late Game mit Sword Stance und Poison Jab oder sowas in die Richtung. Kann aber halt auch U-Turn, Pivot. Also man sieht so ein bisschen, was sein Team größtenteils macht. Galalamos ist dann nochmal so ein Mon, das gefühlt jedes 1v1 gewinnen kann. Also das ist echt manchmal nicht mehr feierlich. Gut, Galalamos ist dann nochmal um einiges schlechter als Galalafoking. Aber trotzdem, Galalamos kann auch einiges, das darf man auch nicht unterschätzen. Kapilz macht halt nichts gegen mein Vinomega. Deswegen habe ich den nicht gesehen. Apokwalip kann defensiv hilfreich sein, hat potenziell auch eine defensive Nische gegen mich, aber ich habe den halt nicht unbedingt gesehen. Amigento Psycho. Ich habe keine Ahnung, warum er drei Psychomons hat. Von denen eines ein Mon ist, das er extra mit der Tafel aus oder mit der Disc ausgewählt hat, dass es zum Psychomon wird. Weil. Nein, also ihm fehlen halt so bestimmte Archetypes, die ein Team halt nochmal richtig viel besser machen. Ihm fehlt beispielsweise nochmal so ein. Ich wollte gerade sagen, Bulky Water. Schön, Apokolip weint. Aber sowas wie ein offensiver Dark-Type. Oder ein offensiver Ghost-Type. Also, die beiden Typen sind halt offensiv richtig gut. Es sei denn, man nimmt halt das Geist-Coriolis als offensiven Ghost-Type. Sowas wie ein Knock-Off-Spammer. Der hätte auch ganz gut reingepasst. Potenziell hat auch nochmal ein Rocksetter zusätzlich zu Mammutl und Pipi gut reingepasst, weil das sind zurzeit seine Rocksetter. Ja, und halt das Deoxys Defense, aber der hat Deoxys Defense bis jetzt immer mit so einem Cosmic Power und Seismic Toss oder Nightshade Set gespielt. Und ganz ehrlich, gegen mich kann es auch echt gut Work machen. Ich habe da echt Angst vor. Also ja, aber ich sehe halt das Amigento Psycho in seinem Team irgendwie echt nicht so sehr. Coriolis kann Sachen machen. Gerade weil es alle Formen sind und die auch CM haben. Aber Coriolis ist immer noch Coriolis. Also vor Coriolis habe ich jetzt nicht so viel Angst. Pipi kann halt aber stattdessen halt wieder eine richtig gute defensive Nische erfüllen. Kann sowas wie Drachen reinkommen? Habe ich einen Drachen in meinem Team?
Gut, dass ich mein Team kenne. Aber Pipi ist halt so ein Mon, das kann man gefühlt alles einmal oder zweimal reinwerfen. Und der lebt die Moves. Der kann auch Teleport drücken und kann pivoten. Also Pipi ist echt ein underratedes Mon, wahrscheinlich. Was hab ich mir dagegen ausgedacht? Okay, das erste Mon, das ich gebildet hatte, war ein, also nicht das erste Mon, das ich gebildet hatte, aber das langweiligste Mon, das ich gebildet habe, ist ein Scarf Spectrier, weil Scarf Spectrier schneller ist als er und ich kann Modest spielen und ich outspeede alles von ihm. Ich habe mit Dark Pulse, Will-O-Wisp, Hex und Mudshot echt einiges ausrichten. Wobei Shadow Ball da glaube ich noch besser ist als sowas wie Will-O-Wisp, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Warum habe ich da Will-O-Wisp drauf? Schön, ich klatsche da gleich noch Shadow Ball drauf. Also Dark Pulse, Shadow Ball, Hex und Mudshot, weil es ganz hilfreich sein kann gegen Gegner. Er hat auch keinen Mon, dass er da wirklich unbedingt reinwerfen will in den Ghost Step, deswegen frage ich mich auch gerade, warum ich da Will-O-Wisp drauf habe. Und ich glaube auch, dass er keinen Normal-Type hat. Was habe ich da gemacht? Was? Er hat kein Normal-Type, er hat kein Mon, auf das der Unlicht-Move besser ist als der Ghost-Move. Also, ich packe da halt einfach statt Dark Pulse wahrscheinlich den, ich packe wahrscheinlich einfach statt Dark Pulse den Shadow Ball drauf, aber es ist eh irrelevant, weil ich wahrscheinlich Shadow Ball spammen will, sobald ich reinkomme. Weil er halt Probleme hat, da was reinzuwerfen. Ja, wie gesagt, Modest Nature. Ich habe da ein bisschen rumgekalkt und habe mir dann dieses Investment ausgedacht, weil Gründe? Ich habe keine Ahnung mehr. Kann auch sein, dass ich es einfach nur random da reingeklatscht habe. Aber fein. Ja, das ist mein Spectrier, das ist mein normales Mon heute. Ich habe so viel Bock auf diesen Kampf. Dann Tonti. Tonti muss wieder mitkommen. Tonti wird auch wieder den Kampfmove haben. Was? Nein, den Z-Move haben. Wobei auch Kampfmove hätte auch gepasst zu sagen. Ability Regenerator. Und Jolly Nature, genug Speed, um das Amphira zu outspeeden, selbst wenn der Till mit Max Speed ist. Mit Bulk Up. Weil Bulk Up echt ein Threat sein kann. Gerade wenn das Seraora physisch ist und potenziell keinen Volt Switch haben sollte. Oder wenn Seraora halt schon weg ist, weil ich dann fast jedes Mal noch speeden kann. Und mit Flugstep mache ich halt sehr guten Druck, deswegen habe ich tatsächlich Knock-Off drauf. Ich dachte, jetzt kommt von meinem Flugstep, aber okay. Ja, ich habe einen Knock-Off drauf, weil Knock-Off gegen die ganzen Psychomons und Geistmons und was auch immer extrem stark sein kann. Und ich wollte nicht unbedingt U-Turn, nachdem ich auf Z Bulk Up gedrückt habe. Weil Z Bulk Up gibt einem einen +2 Boost im Attack und +1 in Defense. Dann Fly als mein Flugmove, weil ich sehe halt nicht, wie er das wirklich extrem einfach abfangen will. So ein +2 Fly macht jedem Mon gut Schaden, außer potenziell sowas wie einem Bulky Seraora. Und wenn ich das halt erstmal genockt habe, dann stirbt er auch irgendwann an +2 Fly. Dann will er da auch nicht mehr reinkommen. Und Brick Break als letzten Move, den habe ich potenziell größtenteils als Filler drauf und dass ich sowas wie Mamoodle mehr Schaden mache, potenziell auch als Move gegen Seraora, wenn er schon genockt ist. Ja, im Prinzip war es schon. Ja, ich mag das Set, ich habe Bock drauf. Ich hatte irgendwann mal einfach Bock auf Z Bulk Up Taunty und deswegen spiele ich jetzt Z Bulk Up Taunty. So, mein nächst normaleres Set ist ein Stunfisk mit der Chesterberry Static Full Fist Death für Seraora, aber auch für das. Mega Beedrill, genau. Auch fürs Mega Beedrill. Und der soll auch noch ein oder zweimal ein Pivot in Galazapdos darstellen, wenn er, gerade wenn er Scarf ist, kann das ganz hilfreich sein, den zu statiken. Impish Nature ist, glaube ich, recht klar. Stealth Walk, Sucker Punch, Foul Play, Rest.
Ja, das ist halt mein Unlichtmann in dem Kader. Ja, nicht wirklich was er halt in Sucker Punch beziehungsweise in Final Player reinwerfen will. Sucker Punch ist gerade, wenn da so ein wenn da so ein Mega Beetle vor mir steht und der sich denkt, ich pivote halt jetzt Mega Beetle raus, weil ich will Mega Beetle noch behalten und keine Ahnung, der ist schon geparat oder vor mir steht ein anderes Mann, das könnte mich jetzt umlegen und Stunfisk macht ansonsten nichts mehr und ich kann dann noch einen Monder mit rausnehmen, warum nicht? Foulplay, da will er echt wenig wieder reinzwitschen. Ist generell ein richtig guter Move auf Stunfisk, den sieht man viel zu selten, meiner Meinung nach. Und Resto-Chesto, ja, für Recovery ist glaube ich klar. Ich hatte da auch über Rocky Helmet Rest nachgedacht, über West Sleep Talk potenziell sogar, aber da wäre dann Rocks drauf zu pitten, ein bisschen unglücklich. Über Double Stab als Moves, aber ich bin letztendlich das Set hier am coolsten und es kann auch potenziell am meisten Work machen. So. Dann mein nächstes Set. Ich hatte ja von meinem letzten Mal ein Curse Yukon gespielt. Es hat nichts gerissen. Was spiele ich diesmal? Curse Yukon. Liquidation Curse West Roar. Roar ist für Bulk-Up auf bestimmten Mons, was ich sowas wie Galazapdos, falls er Bulk-Up hat und dann Bulk-Uppen will gegen uns, aber auch gegen sowas wie Nasty Plot Salazzle, also der ist auch eigentlich für Salazzle ausgelegt. Klar, Sleep Talk ist da auch eine Option, aber sobald das ihre Aura da weg ist, ist Yukun halt quasi echt ein riesiger Threat fürs Team. Liquidation kann sehr gut dabei sein, den Gegner Death Drops zu geben oder ihn halt einfach zu critten und ihn so zu besiegen. Ich weiß nicht, warum der noch Calm Nature und Special Attack IV hat. Das soll nicht so sein. Schön, dass es mir jetzt noch auffällt, nicht erst im Kampf. Und ja, das ist halt mein Suicune-Set. Kann funktionieren, muss nicht. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich will unbedingt mal mit einem Curse Suicune sweepen. Aber für Sweeper habe ich halt in dem Team leider schon drei andere Mons ausgelegt, so ungefähr. Und zwar jetzt mein drittes anderes Mon, Sceptile, Weakness Policy and Burden, ist wieder relativ klar. Ich habe sehr viel Def reinpacken können. Und dieses Set hier, ich habe sehr viel Def reinpacken können, was mir eventuell helfen könnte gegen bestimmte offensive Mons, dass ich potenziell mal einen Move von sowas wie Carpels leben kann, weil ich gegen Carpels ansonsten im Team halt echt nur Taunt-T habe und Taunt-T auf einen Rock-Move reinzuwerfen, ist echt unglücklich. Mein Spoiler, mein letztes Mon wird kein Mega-Vimu sein gegen einen Gegner mit drei Psychics. Ja, ich muss auch noch den Namen draufpacken. Gut, dass es mir jetzt auch einfällt. Ja, also ansonsten passt das Set so. Ich liebe das Set so. Und ja, das ist mein Set-Teil. Und mein letztes Mon, potenziell sogar noch mit eines der weirdesten, wobei in dem Team ist ja gefühlt nichts normal. Und zwar ein Umbreon mit Leftovers und Synchronoise. Bis dahin sieht es noch normal aus. Warum habe ich 228 Speed-IVs? Oder EVs, oder was auch immer. Die Sache ist, ich habe extrem Angst vor so einem Setup-enden. Ach, übrigens, das Suicune mit Roar ist auch noch da, um sowas wie Setup, also Cosmic Power. Ich hatte es vorhin noch erwähnt, ihr wisst, was ich meine, rauszuhauen. Deswegen, ich habe auch extrem Angst davor, deswegen habe ich hier auch einfach nochmal so viel Speed, dass ich den auch spiele, selbst wenn er 20 Speed-IVs oder EVs oder was auch immer spielt. EVs. Foulplay Sucker Punch, weil Stab Sucker ist gar nicht mal so schlecht, wie man erwarten könnte, gerade gegen sowas wie Mega Beetle, der den ja eigentlich abusen will, um Switch Advantage zu bekommen, weil man selbst rausswitchen muss. Er kann auf U-Turn gehen. Und dann nehme ich ihn plötzlich irgendwann einfach mal raus, weil ich meinen Sucker Punch drücke und der Mega Beetle hat 40 Base Def. Da kann ich ihn auch mal gut rausnehmen.
Moonlight für Recovery ist, glaube ich, relativ klar. Der soll auch gerade das Gala Slowbro handeln. Und taunt halt, dass der sich nicht setupen kann. Das ist nämlich meine, in Anführungszeichen, Hidden Tactic gegen das gegen das. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe die ganze Zeit davon. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich davor Angst habe. Und ja, dies ist mein Team. Ich hoffe, ihr seid dann auch beim Kampf noch dabei. Ich hoffe, ihr habt beim Spaßkampf, genau. Ich hoffe, ihr habt beim Kampf Spaß. Ich hoffe, ich habe beim Kampf Spaß. So rum, danke. Und wir sehen uns dann gleich. Ich ändere noch ein bisschen was ab. Ich wurde gerade angefragt und ich habe Bock. Ton ist aus, das ist das Team und let's go. Er hat dabei. Ich muss anscheinend einen Fokus haben. Wollte das, glaube ich, ohnehin haben. Weil ich nicht intimidated werden kann dann. Weil er hatte, glaube ich, keinen Intimidator. Ja, ist auch eigentlich irrelevant. Ist fein. Das ist nicht sein Team. Also, wenn doch, dann hätte ich mich jetzt auch komplett falsch so geprippt. Aber die Eule hätte immer noch ein ganz gutes Matchup. Spectria, dass ich da halt jetzt kein Dark Pulse drauf habe. Ja, nee, ist für eine andere Liga. Ja, dann. Fein. Passiert. Passiert den Besten. Ja, ist mir ja auch schon passiert. Zwar nicht in der anderen Liga, aber trotzdem. Ja, GLHF. Und er hat dabei. Er hat das Scheiß. Er hat Kapels dabei. Er hat dabei Mons, mit denen ich gerechnet habe. Und kein Mega Beetle. Das freut mich. So, ich muss jetzt nochmal hier ein klein wenig mein Setup umbauen. Er hat tatsächlich Carpels dabei, was ich sehr schade finde, weil ich ansonsten Carpels einfach hätte handeln können. Er hat kein Slowbro Galar dabei, okay. Dafür hat er Apokalypse dabei. Und Marmutal. Ja, gut, Marmutal war eigentlich so gut wie klar, dass er den mitnimmt. Kurzer Gegencheck. Ja, die anderen Monster da alle nicht dabei. Und yep, das sind die Monster, die dabei sind. So. Okay, gut. Dann kennt ihr mich ja. Ich passe jetzt den Rahmen nicht mehr an. Und warum ist er jetzt wieder geleftet? Alles klar. Gut, und ein Lied habe ich mir natürlich nicht ausgedacht, klug wie ich bin. Der ist wieder da. Okay. Womit könnte er leaden? Er könnte mit Zeraora leaden, er könnte mit Zapdos Galar leaden. Das sind so die beiden Leads, die ich bei ihm am ehesten sehe. Gegen beide wäre Stunfisk halt ganz hilfreich und direkt die Rocks legen. Dagegen ist halt Mammoth Rain ganz gut und Mammoth Rain kann halt auch Rocks legen, kann also potenziell auch ein Lead sein. Gegen Mammoth Rain habe ich halt keinen Switch in. Aber solange Mammoth Vine kein Ice Shot hat oder tot ist und solange das Blumen kein Machtpunch hat oder tot ist, kann Link am Ende durchgehen. Mit Endure, Unburden, Weakness Policy. Ich glaube, ich leade tatsächlich mit Stunfisk, weil ich den Lead Zeraora oder Zapdos predikte. Auch wenn ich jetzt den, also auch wenn ich jetzt quasi einen Mon verliere, wenn ich den Lead falsch predikte. Mamoswine, oh, your choice band. Ja, EQ one-shottet mich. Aber für EQ gehen will, ist halt die Frage. Er kann dann auch gut auf einen Icicle Crash gehen stattdessen.
Der würde mich nur unwahrscheinlich one-shotten. Foulplay macht gute 40% potenziell. Mammoswine. Battle Stadium Single Stealthbox, er darf Level 100. EQ würde mich nicht one-shotten, wenn er ein Focus Sash ist. Macht um die 80, 70 bis 80% quasi. Ich glaube, ich leade mit Stunfisk. Genau, gegen Seraora. Jetzt ist nun die Frage, will ich direkt meinen Suicune reinwerfen? Er geht halt jetzt nicht in Marmos. Geht er jetzt in Marmoswein? Also, er kann halt in viele Sachen gehen. Er kann potenziell in Bloom gehen. Dagegen wäre die Eule halt insane. Er kann potenziell auf Zed'Chanora muss weg sein, dann geht die Eule potenziell einfach durch. Ich glaube, ich gehe einfach auf Rocks, weil Rocks hilfreich sind, gerade gegen Zapdos, gegen Zeraora. Sind halt immer 12% Chip auf jedem Mon, außer halt auf Pillow. Und die 12% nehme ich halt auch gerne an. Da kann er mich auch gerne für knocken. Was er wahrscheinlich nicht machen wird, weil er Angst vor Earth Power hat. Aber er kann halt auch nicht in Zapdos Galar gehen, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Marmor reinkommt oder halt Rillaboom. Und da drücke ich am liebsten auf Rocks, um beides so ein bisschen zu catchen. Er geht auf Drain Punch. Seraora, ihr versucht verwirrt mit Drain Punch. Drain Punch macht, oh, das ist ein Heavy Duty Boot Set, 14 bis 18,6%, also ab 60 KP. Das könnte eine absolute Min-Roll gewesen sein. Von einem Full Attack, Seraora ohne Damage Boosting Item. Ich glaube, ich gehe einfach auf Foulplay. Wenn Rillaboom reinkommt, bekommt er zumindest schon mal gut Damage. Gut, dass ich nicht rausgewechselt bin und das Mammoswine predicted habe. Ja, nee, ich gehe einfach auf Foulplay, weil Foulplay gut Schaden macht. Foulplay sollte immer noch guten Schaden machen und der ist auch dazu da, um von dem einen Move zu leben. Zapdos, Dos minus Galar. Oh, you try spend. Close Combat macht 54 bis 64. Ich kann auf Rest drücken, kann danach auf Foulplay gehen, weil auf minus 2 macht ein Foulplay doppelt so viel wie gerade eben. Das bedeutet um die 40. 40%, ja, doch, passt. Er kann Statik bekommen und Foulplay macht ihm dann halt auch wieder richtig guten. Und dann kann ihm Sucker Punch potenziell gut Schaden machen und das ist Band Damage, mit dem ich da gerade gekalkt habe. Und gegen Seraora kann ich mich laut jedes Mal wieder voll heilen. Deswegen gehe ich, glaube ich, gerade gar nicht auch gar nicht auf Rest so rum. Sondern ich gehe lieber auf Foulplay, um potenziell jetzt einen U-Turn zu catchen. Genau. Und keine Statik. Alles gut. Sind ja nur 30%. Darauf ist jeder Chip wichtig. 37%. Das ist einfach ganz normaler Chip. Das ist ganz normaler Damage auf sowas wie ein Bandit-Set oder auf alles Mögliche. Wenn ich noch einen Foulplay auf ihn rausbekomme, dann kann ein Sucker danach killen. Ich kann es aber nicht riskieren. Ich kann versuchen, in Suicune zu gehen. EQ würde halt Suicune locker two-shotten, genau. Genau. Liquidation würde ihn an der Stelle halt auch killen, aber ich würde halt vorher von ihm gekillt werden. Ich würde allerdings unter anderem die Info bekommen, dass er Bandit ist, wenn er Bandit ist. Und wenn nicht, lebe ich, also wenn er sowas wie Scarf ist, lebe ich 2 EQs. Und wenn er Bandit ist, kann ich in die Eule gehen, kann erstmal auf Z-Bulk-Up drücken oder halt auf Knock-Off oder auf U-Turn. Ich habe keine U-Turn, auf irgendwas halt. Big Break, wahrscheinlich am ehesten auf Knock-Off.
Ich gehe auf Suicune. Der bekommt doch potenziell nochmal einen Rest raus gegen sowas wie Jellicent. Dadurch, dass Breloom dabei ist, ist er gar nicht mal so wichtig. Dass der Lazzle nicht dabei ist, ist ein bisschen unglücklich für Wolfling, aber ansonsten passt es. Der kann seine Sleep-Turns gegen Jellicent komplett wieder wegbekommen. Ich gehe in Suicune. Ich bekomme den EQ ab. Ich bekomme den Eisschad ab, der mit Crit 11% gemacht hat. Okay. Eisschad. Das ist ein. Ist es sowas wie Sash? Es könnte sehr gut sowas wie Sash sein. Es könnte sehr gut ein Sash-Memo sein vom Schaden, den er mir mit Eisschad gemacht hat. Nein, kann denn. Warte, der ist Jolly. Der ist Jolly Memo. Ich sehe gerade, dass Liquidation Only gegen sowas wie Jellicent gar nicht mal so klug war. Whoops. Ich glaube, ich glaube, ich predikte seinen Switch-Shot und drücke erstmal auf Roar, um nochmal ein bisschen Rocks Damage auf was zu forcen. Ich bin nämlich unter die Gen 2 Spieler gegangen. Whoops. Zeraora, genau. Zeraora bekommt schon mal 12% und Roar in Zapdos Galar, was Feines für mich. Gegen Zapdos Galar kann ich mich potenziell einmal cursen. Oh, kann ich doch nicht, schade. Habe ich gedacht, dass ich mich gegen Zapdos Galar curse? Was zur Hölle? Warum war ich gerade geistig umnachtet? Thunderous Kick. Hier unten. Das ist ein. Ist er Life Orb? Nein, ist er nicht. Er hat 31% gemacht. Das ist sowas wie Scarf. Und auf plus 1 mache ich ihm halt so gut wie keinen Schaden mit. Ja, schade. Ich glaube, ich gehe jetzt aber auf Spectrier. Hoffe, dass er gechoiced ist. Und wenn nicht, dann nimmt er mich halt zumindest auch nicht raus, mein Spectrier. Also Brave Bird schon. Wobei. Oh, Brave Bird nimmt mich nicht raus tatsächlich. Dann gehe ich einfach ins Spectrier und kann ihn nicht zurückkillen. Gut, dass er rausgejuternt ist. Oh, jetzt kann ich ihn nämlich zurückkillen. Zeraora? Ist es ein AV-Zeraora? Also so. Also entweder AV oder Scarf. Und. Okay. Es ist so gerade meine Antwort auf. Die beiden Möglichkeiten. Stunfisk candelt den halt, weil. Okay, Knockoff. Fine by me. Er hat nichts, was er in Vollbeer rein switchen will, aber ich will halt auch meinen Stunfisk nicht verlieren. Ich gehe jetzt einfach mal auf Rest. Ah, ich habe keinen Heal auf Umbreon. Ich musste halt irgendeinen Move auf Umbreon dann eben zurücklassen und das wurde jetzt am Ende der Heal. Ich habe mich ja aktiv dafür entschieden. Ich glaube, ich gehe jetzt tatsächlich deswegen auf Foulplay, um potenziell halt einen Mamoswine-Switching zu catchen. Genau. Eventuell killt es jetzt schon. Okay. Damit geht der erste Kill an Stunfisk. An mein Unlichtmon in dem Team. Ja. Ja, ich warte halt jetzt drauf, dass er einen Move macht quasi. Okay,
Okay, was hat, sind denn jetzt so seine Möglichkeiten? Eigentlich Vilum. Vilum. In Vilum würde ich wahrscheinlich tatsächlich am ehesten in Sceptile gehen. Vilum. Das Mammoth-Schwein ist weg. Nee, gegen den gehe ich in Suicune. Der ist dafür ausgelegt. Das Mammoth-Schwein ist finally weg. Ich gehe halt jetzt nochmal auf Rest und jetzt gehe ich so auf Roar, weil Roar ein geiler Move ist. Und wenn sowas wie Zeraora reinkommt, lebe ich einen Move von dem. Wenn sowas wie Zapdos Galar reinkommt, lebe ich einen Move von dem. Von Zeraora sollte ich jetzt einen Move leben, oder? Es ist ein Suicune. Der ist auf plus 2 für Steph, also ja, locker. Und Liquidation kann ihn killen, potenziell. Also. Ich bin auf plus 2 Fürst, davon ist kein Damage-Boosting-Item auf dem. Plasma-Fetzen machen genau 33 bis 39%. Ich könnte potenziell jetzt sogar gegen den West. Nee, dadurch, dass er mir meine Lefties abnocken kann, nicht. Ich bin aber auch auf plus 2 Attack. Das bedeutet, Liquidation hätte gute Rolls, ihn zu killen. Das Ding ist halt, dass ich potenziell so meinen Mon gegen Deoxys Defense verlieren würde. Aber ich kann halt auch schwer was reinwerfen jetzt. Ich könnte das Sceptile reinwerfen, potenziell. Dem wird das Item weggenockt und der macht dann keinen Schaden mehr auf die Mons. Sceptile gewinnt halt das potenziell an der Stelle einfach. Wow. Ne, ich gehe einfach in Stunfisk. Stunfisk sollte den handeln. Immer noch. Weil West und so. Genau, okay. Jetzt muss ich noch nicht mal auf West gehen, jetzt reicht auch Foulplay. Also jetzt kann ich auch auf Foulplay gehen, weil ich jedes Mal damit gut touche. Ja, die Sache war halt, ich konnte jetzt nicht riskieren, einfach drin zu bleiben und durch Plasma-Fetzen halt guten Schaden zu nehmen, eventuell gekrittet zu werden und einfach meinen Mon zu verlieren. Während Stunfisk halt einfach reinkommt und ihm Druck macht, weil Foulplay macht ihm 37 bis 43%. Warum er noch nicht in Drilung gewechselt ist, wüsste ich zwar ganz gerne, aber okay. Das Volumen macht mir halt Probleme. Aber damit war von Anfang an zu rechnen, dass wenn er mitkommt, dass er mir Probleme macht. Okay, er geht einfach auf Drain Punch. Fein bei mir. Ich gehe nochmal auf Foulplay, weil es ihn potenziell killen kann, selbst wenn er auf Dings geht. Und wenn nicht, dann kann er danach zumindest nicht mehr rauswechseln. Okay. Er geht in Deoxys Death. Ich mache ihm 20%. Okay, ich gehe einmal auf Westen, gehe dann auf die Eule. Nicht auf die Eule, auf Suicune. Beziehungsweise eigentlich kann ich auch gerade Sleep Turns burnen. Ich burn gerade einfach mal zwei Sleep Turns. Und gehe jetzt auf Suicune. Ich kann halt mich potenziell einfach hochcursen gegen den. Aber der Curse war eigentlich nicht der Play, weil so habe ich jetzt Probleme, nochmal in den rein zu switchen. Okay, Zapdos Galar soll ich an der Stelle halt eigentlich killen können. Zapdos Galar, oh, Choice Band, aber ohne Choice Band. Hört sich dumm an, ja, aber ist so. Kein Close Combat, dafür der Thunderous Kick. Gegen meinen Suicune, auf plus 1, auf plus 1. Death auf plus 1 Attack. Liquidation killt halt niemals. Okay, never mind. Oh, fad. Ich dachte, Liquidation könnte killen, aber nee, wenn Liquidation niemals killt, dann gehe ich jetzt einfach nochmal ins Spectrier. Er geht auf die U-Turn. Okay, gibt weiter, nimmt sich weiter Vox Damage.
Hat er seinen Move eigentlich irgendwann mal gewechselt? Ja, stimmt, von Plasma Fist auf Giant Punch. Das bedeutet, er ist kein Scarf Set. Das bedeutet, ich gehe jetzt einfach auf Shadow Ball. Und, was will er dagegen machen? Also, ich sehe jetzt. Im Prinzip sehe ich den jetzt durchs Team. Ja, gut, ich gucke jetzt nochmal, wie viel ich eigentlich auf das Bühlung mache. Aber ansonsten sehe ich den halt durchs Team Snowball. Ah, Shadow Ball killt halt nie und nimmer. Wobei das auch ein sehr speziell defensives Set ist. Warum ist das so ein extrem speziell defensives Set? Also, wenn er Full HP hat, kill ich ihn nicht. Wenn nicht, dann hab ich zumindest Rolls, ihn zu killen. Ich gehe einfach mal in Link, weil die Epona noch zu wichtig sein kann. Und Link sollte den echt besser handeln können, als ursprünglich erwartet. Okay, gut, mein Focus Punch macht einfach 58 bis 85 bis 101. Aber geht halt jetzt nicht einfach Focus Punch. Und wenn er auf Sub geht, kann ich ihm zumindest mal seinen Sub brechen. Drain Punch. Er geht gegen Geistmon auf Drain Punch? Der hat Eier. Ich gehe einfach nochmal auf Akrobatik, weil er hat da Keilmann, das er reinwechseln will. Wild. 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 Definitiv wild. Aber Akrobatik nochmal sollte den Job machen. Dann in Taunty gehen und ihn rausnehmen, bevor er hat Mach Punch. In Taunty gehen und ihn rausgehen nehmen. Richtig. Fly. Wenn er jetzt auf ein anderes Mon geht, wenn er jetzt auf Jellicent geht, dann okay, habe ich ein kleines Problem. Wenn er jetzt auf Deoxys Defense gehen. Okay, warte, habe ich gesehen. Ja, nice. Jellicent. Jellicent, Heavy Duty Boots, ja, ist gerade relativ relevant. Auf +2 kann Knock Off ihn one-shotten. Und Knock Off mit Anti-Unlichtbeere into Knock Off two-shotted. Also kill ihn halt auch. Seabulk Up. Ich will den Seabulk Up. Ich will ihn haben. Ich will mit ihm sweepen. Ich will es. Oh, das Set-Ding, das ich gerade gekalkt habe, ist aber auch nur 120 Fist-Def. Also wenn er Full Fist-Def spielt, dann macht Knock auf ihm 39 bis 46, wenn er keine Anti-Unlichtbeere, sondern ein anderes Item spielt. Also ich sag mal so, wenn er jetzt rauswechseln würde, würde ich es nehmen. Er hat Will-O-Wisp. Oh, fit, 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 fit. Der ist Spedef gewesen. Spedef mit Cassiopeia für Spectre. Okay, gut, ich war am Überlegen, ob er eventuell sowas spielen will. Der Mist war unglücklich. Also, ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt, dass er direkt gewonnen hätte, wenn der Mist nicht gekommen wäre. Aber noch ist das Match ja auch noch nicht vorbei. Warum mache ich nichts auf dem Deoxys Defense? Also, gut, Knock-Off macht halt auf das schon ganz nicen Schaden, aber trotzdem mache ich halt gefühlt keinen Schaden. Also, trotzdem mache ich viel zu wenig für meinen Geschmack. Mit 66 bis 70% auf einen 104 plus für Steph, Deoxys Defense. Zapdos Galar. Knock-Off killt nur mit einer Roll, da drücke ich lieber auf Fly und gehe auf die 95%. Okay, nehme ich, treff, bitte, treff, 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 danke. Also, der kann jetzt gerne versuchen, um mich rumzupivoten. Ich sag mal so, ich nehme das auch. Weil er halt immer wieder mehr Chip nimmt und seine Mons gehen drauf und ja.
einfach ein Flytorn-T ohne den Flyeni um sie jetzt echt so viel Druck macht und wahrscheinlich das Match gewinnt. Weil er den Will-O-Wisp. Weil er den Will-O-Wisp gemisst hat, so rum. Ansonsten hätte er noch um den rumspielen können. Aber er hätte trotzdem noch Probleme gehabt und ich glaube, ich hätte ihn am Ende auch irgendwie besiegen können. Aber ja. Schade, dass Cursed Zyukun schon wieder nicht viel gemacht hat. Schade, dass man nicht das 228 plus Speed Ambien gesehen hat. Aber schön, dass Tonti mit dem normalen Fliegen hier überhaupt machen kann. Tonti einfach ein geiles Mon. Der hat taggt. Okay. Okay, sehe ich. Das Volumen. Ja gut, ich habe eigentlich keine große Möglichkeit, außer auf Big Break zu gehen. Aber der kann sogar killen, selbst wenn er gut Fist-Def hat. Er ist anscheinend voll Fist-Def, schade. Aber drei Geist-Moves? Er hat nichts, um Spectre zu hitten. Okay. Ich hinterfrag's mal nicht. Aber mein Gedankengang wäre das nicht gewesen. Ich hätte unbedingt irgendwas gegen Spectre machen wollen. Auch so, gerade auch mit Dämonen. Einfach nur, um die Möglichkeit zu haben, zu predikten. Aber das sollte ich jetzt gewonnen haben. Mit der Eule. Willst du vielleicht auch mal auf einen Move drücken, Sean? Also Machtpunch oder Protect sind gerade deine zwei Optionen. Es sei denn, du wirst rauswechseln und ein anderes Monster hacken. Was ich zwar nehmen, aber nicht verstehen würde. Willst du schon? Willst du vielleicht irgendwann mal drücken? Ach ja, und Rockslide wäre eventuell noch ein besserer Move. Rockslide, nee, Rocktomb wäre eventuell noch ein besserer Move, wenn er schon hier dieses Set spielt mit Cobra-Berry, dass er die Eule wenigstens noch langsamer machen kann und auch sehr viel Schaden machen kann mit Technischen. Ich bin gerade überlegen, ob ich schreiben soll, dass er mal ein bisschen schneller machen soll, aber eigentlich nicht. Eigentlich nein. Big Bag nimmt halt Blüloom raus, der war anscheinend echt irgendwie voll Fist-Def oder sowas. Also mindestens Full HP. Und gut was in Fist-Def investiert. Ja gut, ganz voll Fist-Def kann es nicht sein. Vermutlich ein Speed Creep und dann. Vergesst, was ich gesagt habe. Der ist komplett Fist-Def mit Bold Nature oder halt dem Plus-Def Nature. Und ich habe gerade eine Minroll getroffen. Eine absolute Minroll. Nicht, dass es irgendwas ändern würde, aber ich finde es trotzdem witzig. Ich habe danach noch einen LPP-Kampf. Komm. Ich habe noch einen LPP-Kampf danach. Ich hoffe, dass ich das rausgeschnitten habe. So wie ich mich kenne, habe ich es nicht rausgeschnitten. Ja,
Und mir geht's ganz gut. Wie geht's euch so? Ich freue mich, dass ihr hier eingeschaltet habt. Ich habe zwar keine Ahnung, warum, aber ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich mache jetzt doch mal ein klein wenig Druck halt. Ja, es tut mir leid, das ist unglücklich, aber die Sache ist halt, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit nichts sagen. Nichts machen. Wenn ich halt danach noch mal was machen muss, wenn ich danach noch kämpfen muss. Gut, dann gibt es an der Stelle einen kurzen Schnitt und wir sehen es, wenn was passiert. Er hat sein Gelung gesackt und ist danach in Deoxys Defense gegangen. Ja, Knock-Off und dann halt auf das letzte Mon. Ah, okay. GG. Also, like, ich drücke jetzt halt nochmal Fly und wenn ich nicht 5 Flys misse. Ich kann auch irgendwann einfach auf Knockoff gehen. Warum bin ich auf Fly gegangen? Ich hätte auch einfach Knockoff drücken können. Ja, aber egal wie, egal wie genau, ja. Er hatte interessant das Teams dabei, Sets dabei. Dass der Will-O-Wisp gemisst hat, war ein bisschen unglücklich. Ansonsten habe ich es aber relativ gut runtergespielt, bin ich der Meinung. Ich bin halt sehr offensiv an den Kampf gegangen und habe dann nichts dabei gehabt, um das G-Doom wirklich zu checken. Und dann hat er nur Fighting Moves gespielt. Autsch. Ja gut, ansonsten, wie gesagt, ansonsten will ich jetzt auch nochmal über den Kampf hier drüber gehen, aber so kann ich das nicht einfach. Genau, und sagt dann eine Stelle auch von Tschüss bis zum nächsten Kampf, der ein LPP-Kampf sein wird, aller Voraussicht nach, oder der kam gerade, je nachdem, ich weiß gerade nicht, wie mein Upload-Schedule ist. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, mögen eure Fokusstöße mal treffen, mögen eure Attacken mal Volltreffer landen, bis dahin, euer Link und Tschüss.